Moin liebe Trader und herzlich willkommen zu 1188. in Rohstoff, Tagesausgabe der Formationsdata am Dienstag, dem 5. Juli 2016. Und Freunde, Sportnachricht des Tages, ach was, wir machen Sportquiz des Tages. Es gibt nichts zu gewinnen, wir spielen aber um die Ehre. Das sollte Motivation genug sein für alle Sportfanatiker da draußen, um die richtige Antwort wissen zu wollen. Und alle anderen können herzlich gerne und richtig schön weit vorspulen. Freunde, wer war vor Thomas Müller der letzte deutsche Fußballnationalspieler, der bei einer WM oder EM vom Elfmeterpunkt, egal ob beim Elfmeterschießen oder in der regulären Spielzeit, versagte? Ich gebe Ihnen einen Tipp. Ich war damals ein ganz kleines Kind. Ich kann mich aber noch daran aktiv erinnern. Und es war die Nacht von Sevilla. Jetzt müssten Sie es wissen. Uli Stielecke. Und jetzt dürfen Sie noch tippen, wie viele deutsche Fußballnationalspieler danach vom Elfmeterpunkt in der Folge getroffen haben. Es waren 22. Und das war's für die Illuminatenfreunde. Thomas Müller war der 23., der dann erstmals verschossen hat. Und ich habe mal nachgeguckt, es waren fast auf den Tag genau 34 Jahre her, bis dann wieder einer kam bei einer WM oder EM verschoss. Und wissen Sie, was das Beste ist? Die deutsche Nationalmannschaft hat seit 76 war es, glaube ich, 76 gegen Tschechien an Elfmeterschießen teilgenommen bei einer WM oder EM und es gab 28 Schützen, 26 waren erfolgreich. Nur Uli Stielecke und Uli Hoeneß haben nicht vom Punkt getroffen beim Elfmeterschießen. Und als Bastian Schweinsteiger den fünften Elfmeter in den Himmel versenkte, schaffte es die deutsche Fußballnationalmannschaft, in einem Elfmeterschießen mehr Elfmeter zu verschießen als die gesamte DFB-Historie seit 1976, nämlich 2 von 5. Wie gesagt, 26 von 28 und dann 2 von 5. In diesem Sinne, ich hoffe, gegen Frankreich wird es kein Elfmeterschießen geben. Und wir schauen auf die Rohstoffliste und sagen, es ist ganz schön rot bei den Rohstoffen. Einzig Gold hält sich relativ gut mit minus 0,3, Platin minus 0,6, Kupfer minus 2, Palladium minus 2,5, Silber minus 3%. Und dann haben wir die Energiewerte ordentlich unter Druck mit Benzin minus 3%, Crude und Brent sogar über 4% unter Druck. Palladium, kurzer Blick. Hier hatten wir gesagt, das erste Ziel ist jetzt diese trendbegrenzende Linie. Nein, nicht richtig. Das erste Ziel, hatten wir gesagt, ist die Zone im Bereich von 600 und dann darüber hinaus im Bereich dieser blauen Linie 622, dazu diese horizontale Widerstandszone. Für einen Swing-Trader galt es, diese Bewegung zu traden. So, ob der Markt jetzt diese Widerstandszone aus dem Weg räumen kann, weiß ich nicht. Wir hatten miteinander über diesen Doppelboden gesprochen und gesagt, das sind die Zielzonen. Nach meinem Dafürhalten wurden diese Zielzonen bereits abgearbeitet. Wenn man sich Gold anschaut, um es kurz zu halten, falls es Gold schafft, hier eine Konsolidierung einzuleiten, und das Ganze oberhalb von 13,25 bis natürlich an das Hoch im Bereich von 13,55 muss man das als eine bullische Konsolidierung erachten. Jetzt aktuell erscheint der Markt kurzfristig überkauft zu sein. Und für den Fall, dass sich die Bullen die Chance geben, ein bisschen Luft zu holen, dann würden sie diese überkaufte Situation abbauen, um dann in aller Ruhe in Richtung 1400 zu laufen. Ja, die Bullen können auch sofort die Fortsetzung machen. Dann hätten wir aber nach wie vor eine überkaufte Situation, in der sich die Bullen bewegen im Tageschart, also im kurzfristigen Zeitfenster. Falls die Bullen unter diese blaue Linie wieder zurückfallen sollten, was ehemals Widerstand jetzt potenzielle Unterstützung ist und unterhalb von 13,25 per Tagesschlusskurs 13,20, dann kann der Markt wieder ein Pullback machen in Richtung 1300er Marke. Hier ist dann eigentlich wieder mit einer Stärke der Bullen zu rechnen, spätestens bei 12,90. Aktuell würde ich persönlich entweder die bullische Konsolidierung und Fortsetzung präferieren oder trotz der überkauften Situation, dass die Bullen dann eine Fortsetzung machen. Das Ziel bleibt die Zone um 1400 und das ist eine größere Widerstandszone. Hier ein Hoch, hier ein Hoch. Es ist auch eine psychologische Marke. Das erscheint mir wahrscheinlicher. Erst wenn die Goldbullen die Zone 1300 bis 1290 per Tagesschlusskurs bärisch aufgeben sollten, muss man sagen, handelt es sich um das, was wir hier auf Wochencharten, sogar auf Monatschartbasis sehen. Hier dieser Ausbruch, dieser Seitwärtskonsolidierung. Dann würde es sich um einen Fehlausbruch handeln. Solange, ja, im Tageschart überkauft und übergeordnet, der Trend aufwärts gerichtet,
Der Trend ist aufwärts gerichtet. 1300er Widerstandszone aus dem Weg geräumt. Nächste Widerstandszone aus dem Weg geräumt. Und darum dann eher die Bullen zu präferieren. Wenn man sich Silber anschaut. Also Silber versucht über die 20 Dollar zu gehen. Sogar mit dem Spike nach oben in Richtung 21 Dollar. Jetzt macht der Markt nochmal den Pullback. Es kann hier schon vorbei sein mit der in Anführungszeichen bärischen Herrlichkeit. Und auch der Silberpreis kann in eine Seitwärtskonsolidierung übergehen. 20 Dollar ist eine psychologische Marke. Wir haben hier die 20-Wochen-Linie. Für den Fall, dass der Markt ein Pullback macht in Richtung 1880, ja, dann kann es schon vorbei sein. Komplett, falls der Markt ein Pullback machen will. Und die Bullen könnten wieder zurückkommen. Es kann aber auch sein, dass der Markt die 18 Dollar sehen will. Das wage ich gerade nicht zu sagen, sondern ich bräuchte ein bisschen mehr Information. Denn es kann sein, ja, dass diese grüne Linie dann schon reicht. Es kann sein, dass diese horizontale, ehemals stärkere Widerstandszone, hatten wir miteinander besprochen. Ich hätte sogar gesagt, ich halte es für eher unwahrscheinlich, dass die mir nichts, dir nichts durchgehen. Die gehen hier durch. Und deswegen, weil der Markt doch mir nichts, dir nichts durchgegangen ist, tue ich mich schwer zu sagen, ja, jetzt wird er denn auf jeden Fall, wenn er von oben kommt, beachten. Könnte er, sollte er, wissen tun wir es nicht. Die letzte Zone, die wirklich beachtet worden ist, im kurzfristigen Zeitfenster, war im Bereich der 18-Dollar-Marke. Das heißt, entweder, wenn der Markt sehr bullisch ist, kann es sein, dass jetzt hier schon wieder die Bullen zurückkommen wollen. Ansonsten die Zone um 1880. Und wenn der Markt einen größeren Pullback machen möchte und wieder in Richtung dieser gleitenden Durchschnitte zurückkommen möchte, ist es die 18-Dollar-Marke. Bitte sich klar machen. Das hatte ich Ihnen versucht, auch an der Wochenendausgabe zu sagen. Der Markt hat ja dann nochmal einen draufgesetzt. Ne? In der Spitze, wieder der falsche Regler, in der Spitze haben wir hier eine 33% Bewegung gesehen. Ja, wenn man jetzt hier gekauft hätte bei 1880 oder ein bisschen oberhalb des Widerstandes und direkt da oben im Markt verkauft hätte, hätte man 10% gemacht. In der Regel funktioniert das A nicht und B, weiß ich nicht, wie wahrscheinlich das ist, dass man dann irgendwie im chinesischen Handel dann seine Position schließt. Deswegen, wichtig ist, dass der Trader immer das Gleiche macht. Und meistens so, wenn der Markt dann schon so 20-25% gelaufen ist, dann ist er schon überkauft. Und das macht der Markt noch überkaufter. Wir brauchen hier eine saubere Konsolidierung. Und die Wahrscheinlichkeit der Konsolidierung ist größer. Kann Silber jetzt komplett durchdrehen und das, was das hier gemacht hat, nochmal boom, 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 boom fortsetzen? Ja, klar. Haben wir schon mal gesehen, als der Silberpreis in Richtung 50 Dollar gelaufen ist. Nur, wie häufig passiert das? Wie wahrscheinlich ist so etwas? Und wollen Sie auf das Wahrscheinliche setzen oder wollen Sie eher auf das Unwahrscheinliche setzen? Bei Brent hatten wir miteinander darüber gesprochen, dass der Markt hier über den, da ist der Stundenchart, über den Stundenchart hier in einer möglichen bullischen Formation sich befindet. Aber wenn der jetzt hier am Montagshandel da wieder ausbrechen sollte, wäre ich persönlich vorsichtig, weil nämlich die US-Börsen in den USA gestern geschlossen waren. So, deswegen galt das jetzt auch hier, das hier nicht zu traden. Der Markt kommt wieder zurück und läuft jetzt in Richtung einer horizontalen Unterstützung. Wenn man sich das Ganze auf Tageschartbasis anschaut, ich würde Ihnen ja lieber, wenn Sie erlauben, ich würde mir lieber den Kontrakt selbst angucken. Da habe ich ihn auch. Also, wir haben hier diese aufsteigende Trendlinie. Unterstützung, 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 bärisch aufgelöst, bullisch aufgelöst, bärisch aufgelöst. Würde ich sagen, okay, brauchen wir nicht, weg damit. So, was wir sehen, das hatten wir auch miteinander besprochen, ist diese horizontale Unterstützung im Bereich von 48 US-Dollar. Da ist auch die 200-Tage-Linie. Und ich sage Ihnen immer wieder, Freunde, knapp darunter im Bereich von 46,35 ist die 20-Wochen-Linie. Hier. Und ich will hier auch nicht, boah, so, ist ein bisschen zu tief. Ich will jetzt hier auch nicht zu bullisch werden. Will nur sagen, Leute, ja, das ist eine Seitwärtskonsolidierung und wenn sie bärisch aufgelöst werden würde, würde man sagen, horizontal, einmal aufgesetzt, nochmal aufgesetzt, 200-Tage-Linie, da muss er doch was Größeres machen. Aber nicht nur wegen dieser 20-Wochen-Linie, sondern auch, und ich, die Wahrscheinlichkeit, dass das auch eine Bullenflagge werden könnte, das muss man zumindest ins Auge fassen. Unterstützung, Unterstützung, potenzielle Unterstützung. Das heißt, ja, diese horizontale Linie scheint sehr wichtig zu sein. Ich tue mich aber schwer,
dann 20 Wochenlinie, mögliche Bullenflagge hier, da den Markt zu verkaufen. Und deswegen nächste Unterstützung, größere Unterstützung im Bereich von 46,50. Der Markt befindet sich in einer Nebenformation. Falls hier drunter fallen, größere bärische Bewegung, falls das wirklich hier eine Flagge werden wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit der Bullen größer. Dafür müssen Sie dann aber auch diese trendbegrenzende Linie aus dem Weg nehmen. Wichtig. Nicht nur bei Brent, nicht nur bei Gold, nicht nur bei Silber, nicht nur bei Aktien, nicht nur bei Indizes, nicht nur wenn Sie Aktien kaufen oder CFD handeln oder K.O.-Schein handeln. Freunde, ihr müsst in Zahlen euer Risiko kennen. In Zahlen. Wissen Sie eigentlich, wie viel Geld Sie verlieren würden, wenn jetzt alle Ihre Positionen ausgestoppt wären? Und wenn Sie das nicht wissen, wie können Sie eigentlich ruhig traden? Ich bin sogar so vermessen und sage, Sie können gar nicht ruhig traden, wenn Sie nicht wissen, wie viel Geld Sie verlieren könnten, wenn Sie Ihr Risiko nicht kennen. Swing- und Positionstrading ist dann mit der notwendigen Gelassenheit aus meiner persönlichen Sicht nicht wichtig. Deswegen ist es vollkommen egal, am Ende des Tages, ich übertreibe jetzt, wo Sie einsteigen und was für ein Setup Sie traden und ob Sie eine Münze werfen. Tausendmal wichtiger ist, dass Sie wissen, wie viel Geld könnte ich eigentlich verlieren, wenn es nicht funktioniert. Und damit Sie das wissen, müssen Sie einen Stop-Loss platzieren. Und wenn Sie keinen Stop-Loss haben, dann traden Sie nicht. Dann zocken Sie. Werden Sie nicht zum Zocker, werden Sie zum Trader. Kennen Sie Ihr Risiko und traden Sie bitte, wann immer Sie traden, mit einem Stop-Loss, wenn Sie mögen. Natürlich ist nachher Tom wieder für Sie da mit einer neuen Ausgabe zu den Devisenmärkten. Wir haben morgen natürlich die Einzelwetterausgabe, da werde ich für Sie da sein. Und gegen Mittag ist wieder Silvio für Sie da mit einer neuen Ausgabe zum S&P 500. Und wenn Sie mögen, die nächste Rohstoff-Tagesausgabe gibt es dann am Donnerstag wieder, relativ um dieselbe Zeit. Mein Name ist Hamed Esnachari und selbstverständlich und wie immer wünsche ich Ihnen, dass Sie hoffentlich alle einfach nur richtig kerngesund bleiben. Und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationsledern doch bitte gewogen.